Hi, heute kommt die zweite Welt dran. Freut euch nicht? Ich freue mich natürlich. Und ihr freut euch auch. Das ist eigentlich nicht mal eine ernst gemeinte Frage. Natürlich freut man sich. Schwarzwälder Felsenhagel. Oh Mann, was für ein Wortspiel. Und hier haben wir Koopas. Das allererste Mal. Wir können die hier rausschlagen und wir können die essen. Die Shells kann man nicht essen. Wir können die ausspucken. Es ist nicht so wie bei Mario World, dass die Feuerspucker-Dinger dann sind, wenn, nur weil sie rot sind. Das sind trotzdem normale Koopa-Shells halt. Und wir gehen. Oh, hier kann man auch rein. Okay. Ach, ich erinnere mich, weil hier haben wir was ganz Schönes, ein Stern. So. Willkommen im Geheimraum. Du kannst hier die Steuerung für Super Baby Mario üben. Berühre einen Stern nach dem anderen, um so lange wie möglich Super Baby zu bleiben. Halte B gedrückt, um langsam zu fallen, und drücke Y, um so schnell wie der Wind zu rennen. Wenn du das Steuerkreuz in eine Richtung drückt hältst, kann Super Baby Mario, wenn der entlang laufen, guckt es euch an. So. Yoshi wird in ein Riesenei gesperrt und wir laufen jetzt mit Mario erlang. Boah, scheiße, wo ist denn hier? Schnell, weil die Zeit ist nur sehr kurz. So, und hier steuern wir offiziell Mario. Yeah, das ist doch toll. So, wir können hier lang rennen, an Wänden so. Und wir können springen und wir können... Und hier schon vorbei, ne? Aber wir können ja auch mal von vorne machen. Ich will euch nochmal ein bisschen demonstrieren. Hier, wenn wir durchlaufen, können wir hier mit unserem super tollen Cape... Ach. Ach man, die Zeit ist viel zu kurz. Ich hau jetzt ein paar Eier da rum. So. Und dann können wir wieder abhauen. Rein da. Das war sehr spaßig. Und jetzt geht's hier weiter. Oh, wir haben erstmal eine Blume. Okay, das Ding fällt da runter. Und... wie man sieht, kommen wir nicht an dieses Teil da unten ran. Das heißt, wir müssen es so machen. Und dann kriegen wir ein Leben. So, und manche von diesen Steinen fallen halt runter, sobald wir die berühren. Wie der hier zum Beispiel. Das heißt, wir müssen da schon ein bisschen aufpassen. Okay, dann kommen wir hier runter. Ach, der Hund. Wie hieß denn der nochmal? Warte, da steht bestimmt dieser Textbox hier drin. Dieser Hund heißt Schnuffel. Springen auf ihn und er läuft vom Sinn in Richtung, in der Yoshi schaut. Ja, der mag Eier oder sowas, keine Ahnung. Und läuft halt immer einem hinterher. Wo ist er denn jetzt? So, wir können auf ihn drauf. Und dem ist alles egal. Der rennt da über Stacheln, über alles mögliche. Er macht die Viecher kaputt. Hier müssen wir jetzt aufpassen, weil er da reinspringt und wir dann runterfallen. So, und wow, einen Schlüssel haben wir. Okay. Wie man gesehen hat, ist auch ein Ei dafür weggefallen, weil, wie gesagt, wir haben nur immer 6 Plätze übrig. Und wenn halt einer von den Schlüssel ist, dann muss ein Ei dafür dran glauben. Aber jetzt gehen wir erstmal hier hin, hier gibt es einen Sternkreis. Und dann gucken wir mal, was wir hier so Schönes haben. Ach ja, Tetris. Ich erinnere mich voll an diese Stelle noch. So, nämlich Dinge, die auch mal runterfallen und natürlich, ja, zack, quetschen nämlich, ne, wenn ich da drunter bin. Okay, das kann man sich ja denken. Also müssen wir immer schön aufpassen. Ich glaube, gleich kam auch eine relevante Stelle, wo irgendwas zu finden war. Ich weiß nicht, ob es rote Münzen oder so eine Blume oder so war. Auf jeden Fall muss ich hier ganz gut aufpassen. Und in der Zeit sammle ich schon mal alles. Okay, hier lang und dann... Ich weiß nicht mehr, wo das kam. Ach, da oben ist... So. Weil ich glaube, die ist dann in diesem Stein dann irgendwie drin. Dann können wir das nicht mehr nehmen oder so. So, und hier kommt nicht noch so ein ganz fetter... Wow, und da haben wir... Sterne, yeah, das ist ja toll. Oh, rote Münzen sehe ich. Ach, das Viech, das haben wir schon mal gesehen. Wenn wir eine Stampfattacke machen, bam, fallen einfach alle Dinge ab. So, langsam fällt alles. So, da unten liegen die roten Münzen jetzt rum. Ach, da oben ist ja gar nichts mehr. Okay, dann weiter. Mal sehen, wo ich diesen Schlüssel noch einsetzen kann. Ja, dieses komische Pflanzenviech an sich kann man nicht töten. Man kann ihn nur mal kurz aufhalten. Hier ist gar nichts Tolles gewesen. Das enttäuscht mich jetzt aber. Okay, da haben wir jetzt diese komischen Luftballons. Die schmeißen immer alles runter. Boah, warte. Das will ich aber öffnen. Da warte ich erstmal, bis es über Boden kommt. Die fallen natürlich nicht automatisch.
Ach, so. Yeah. Nein, nur 29. Ich will noch einen mehr haben. Jetzt auch nochmal. Okay, jetzt haben wir 30 voll. Ist hier was versteckt? Nö. Sah irgendwie so aus. Ah, scheiße. Nein. Oh mein Gott, war das knapp. Boah. Da kommt noch so... Okay. Scheiße, da unten ist doch locker auch noch was versteckt, oder? Nein, ich hoffe nicht. Okay, hier müssen wir jetzt ganz vorsichtig sein. Und die Blume holen. Hier ist auch noch so ein Geheimnis. Achso, noch ein bisschen Geld, ja. Warte mal, was fehlt uns denn noch? Ein paar Münzen. Nein. Oh nein. Oh nein. Oh scheiße. Zwei fehlen mir noch. Einen habe ich... Okay, wisst ihr was? Ich habe doch dieses Ding hier. Kommt mir doch ganz gelegen eigentlich. So, jetzt kommen nämlich hier fünf Eier noch rausgeschossen. Okay, und damit habe ich es doch noch geschafft. Okay, ich habe ja gesagt, das Ding ist nutzlos. Ich habe gelogen. Und das Bonuslevel ist kurz vom Ziel. Das Ding hat mir nämlich gerade so hart geholfen. Peng, bumm, finde den Bonusballon. Benutze die Stampfattacke und die Ballons werden platzen. Okay, das ist eine ziemlich fiese Sache, weil man muss die Dinger zum Platzen bringen. Geht das nicht? Achso, ich muss genau drauf landen. Und einer von denen ist halt der richtige. Nein, es ist der, wo ich dran vorbeigelaufen bin. Oh Mann, jetzt ist seine Tapete an der Wand. Es ist so schlecht. Ich dachte, nein, der ist viel zu nah bei mir. Und dann mache ich das mal lieber nicht. Man kann aber auch immer nur so ein Pech haben. Ach so, wenn man hier reingeht. Ja gut, jetzt ist hier wieder Zeug, Boden. Ich glaube, so hätte ich theoretisch mir auch noch eventuell holen können. Egal. Hauptsache Level 100% geschafft. Und kein Bonus, weil man hat ja das Bonus hier gerade schon nicht geschafft, diese Challenge. Und dann, warum sollte man da auch ein Bonus-Level bekommen? Ich meine, wenn man einmal Pech hat, dann richtig. Aber wie auch immer. 100 Punkte erreicht. Und wir geben ans rote Yoshi. War der überhaupt rot? Der war ja mehr rosa, oder nicht? Also auf der Karte ist er komplett rot. So richtig rot. Rötlich rot. Und hier ist eigentlich so ein schwaches Rot. Das ist voll komisch. Okay, ach, die Baseballspieler. Okay, wir schmeißen immer was zu. Die fangen die Dinger und werfen die mal auf uns. Bäm. Damit stoßen wir uns weg und tun uns nicht weh. Oder wenn auch Eier so an sich rumliegen. Das heißt, wir müssen die ganz schnell vernichten, bevor die ganze Zeit Terror machen. So, und wir können die Dinger hochschießen. Dadurch passiert das hier. War das nicht fantastisch? Und dann wohl Leute mit dem Schläger. Die schlagen die Dinger sofort weg, ohne die aufzufangen. Ach du Scheiße. Scheiße. Okay, das macht, dass dieser Hügel ein bisschen runterrutscht und wir auch drüber können. Boah, und hier haben wir auch solche Dinger, die schießen. Boah, wir haben richtig viele neue Gegner hier. Die haben wir einmal gesehen. Können wir zerplatzen oder auch aufessen, wie man will. So, und das Fiese an diesen komischen Viechern ist, man kann sie nicht mal töten. Man kann sie nur kurz außer Gefecht setzen. Aber irgendwann kommen sie dann wieder. Oder er steht doch gleich wieder auf. Ja, da ist er schon wieder. Dann haben wir das hier mal an. Da kommt nämlich eine coole Pflanze raus. Yeah, und ich glaube, da rein konnte man nicht, oder? Nö. Okay, wir springen einfach mal hier lang. Okay, eigentlich müssen wir bestimmt auf der anderen... Egal, ich gehe jetzt einfach mal da lang. Ich habe keine Ahnung, wo es hier... Aber okay, der Typ rastet hier wieder aus. Ja, ja, mein Freund, wir gehen einfach mal dran höflich vorbei. Oh, da ist ja noch einer. Ist hier das versteckt? Nö. Habe ich jetzt bekommen, die zweite? Das hat sich gerade sehr komisch angehört. Naja, was soll's. Wir gehen runter mitten auf dieses Tal. Ach, wenn ich einen Stampfattack mache, gehen die auch kaputt. Das wusste ich jetzt nicht. Ein Superstern. Ey, das kenne ich doch schon. Mit Super Baby Mario, ja. Jetzt wird nur gespoilert. Okay, hier können wir nämlich nicht durch. Das ist das Problem. Aber nur ein Winzling kann hier durchgehen. Oh, was für ein schockierender Hinweis, der mir aber irgendwie nicht weiterhilft. Oder etwa doch. Also wir... Hauen das hier auf.
Und dann gönnen wir uns das hier. Und dann macht Mario die Arbeit erstmal. Hier. Yeah. Fährt erstmal quer durchs ganze Level. So, an Wänden hoch. Und hier einsammeln. Und Mario, der ist so super. Der kann auch über Stacheln laufen. Dem macht das einfach mal gar nichts. So, Sternkreis. Und dann. Ja. Boah, den habe ich sogar noch getötet bekommen. Ist ja geil. Keil. Keil. So. Und einfach schnell vorbeirennen, weil das Problem ist, die stoßen mich ganz gerne hier von der Bahn runter. Autsch. Boah, wie viel hat der denn? Ich glaube, den töte ich mal besser. So. So, wie kriege ich denn jetzt das da hinten? Ich glaube... Nein. Ich glaube, ich werfe das da rüber. Dann so. Ja, etwa. Nur, jetzt fehlt mir noch eine rote Münze da unten. Die soll er mir doch mal bitte überlassen. Warte, so. Yeah. Und weiter geht's. Okay, oh, eine Eismelone. Ja, sowas existiert. Wir nehmen die einfach. Wir können Gegner einfach mal einfrieren. Ein riesiger Spaß. Okay, was haben wir hier? Kann man auch rein, oder? Ja, kann man. Okay, hier ist locker irgendwo noch was versteckt. Hier zum Beispiel. Da war, glaube ich, eine rote Münze. Ja, sogar eine, die uns im Leben gebracht hat, weil es Münze Nummer 100 war wahrscheinlich. Sternkreis. So, ist ein bisschen nervig immer, dass man immer warten muss, wenn man in einen Teil rein oder raus geht. Machen die auf und jumpen hier nochmal richtig hoch. Wow, so hoch jetzt auch wieder nicht. Da war noch was drin. Eine Blume, yeah. Bestens. Oh, Mäuse. So. Wir können hier nicht unten durch, da können nicht nur Mäuse lang. Und ich gehe jetzt. Ach du Scheiße. Die klauen nämlich ganz gerne Eier, das ist die Sache. Gibt das. Wow. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Den töte ich mal. Oh, Eisblume. Warum nicht? Gib her das gute Stück. Wie? Was? Oh, das Ei fällt vor allem weg. Dann habe ich keins mehr. Nein! Okay. Naja, das hätten wir jetzt auch mal überstanden. Und hier haben wir... Kommt ja überhaupt noch was? Eigentlich schon, ne? Weil uns fehlen ja auch gut ein paar Sachen. Sollten auch nicht mal allzu wenig kommen. Und wir haben wieder den guten alten Maulwurf-Maschinenmann. Keine Ahnung. Wir bohren uns hier für ein paar Münzen durch. Wobei, jetzt kann man gar nicht unterscheiden, welche rot sind und welche nicht. Weil jetzt sehen die irgendwie gleich aus. Das ist schon komisch. Nur... Also bei manchen besonderen Situationen, da darf man das nicht erkennen. Nur im Normalfall, sage ich mal. Okay, schnell durch, bevor unsere Zeit abläuft. Und Dankeschön. Oh man, hier sind wieder Mäuse, habe ich recht. So, jetzt will ich natürlich die optionalen Wege zuerst gehen, nur weiß ich jetzt nicht, welche das sind. Also, wo so tolle Items und was versteckt sind. Wow, nicht schlagen. Okay. Das sah ein bisschen doof aus, aber er ist tot. Ah! Drecksack. So, Essen. Ich gehe jetzt erstmal hier systematisch alle Wege durch. Okay, du stehst mir im Weg. Bitte geh woanders hin. Weil ich brauche diese Münze hier. Den können wir jetzt so töten. Oh. Ey, wie mache ich das jetzt? Hä? Wie mache ich das jetzt kaputt? Weil, wenn ich genau nach oben ziele, zählt das irgendwie nicht. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich habe auch keine Eier mehr. Ich habe alle verloren. Ja, das wäre sehr lustig. Und jetzt habe ich gar keine Dinger mehr. Scheiß, brauche ein paar Mäuse. Jetzt habe ich ein Problem, weil mir die echt ausgegangen sind.
Warte mal. Ach scheiße, ich brauche für mehrere Sachen was. Hier ist einer. Das will ich ja da reinwerfen schon. Nein, da rein. Nein, da rein. Dann gönne ich mir das ganze Zeug hier. Okay, wow, da unten ist ja auch noch was. Ah. Okay, wir haben ein Ei übrig. Okay, ich habe es geschafft. Blöd ist nur, eine Blume fehlt mir jetzt. Und die ist, vermute ich mal... Ah, warte, die. Gib her. Was ist denn da jetzt noch los? Ah, da ist die Blume, okay. Yeah, okay, ich hab's geschafft. Moment, ich will noch das damit nehmen. So. Jetzt darf ich mich nur von nichts mehr erwischen lassen. Das heißt, ich gehe extra... Ihr Scheißviecher. Nein, stopp bitte. Ich habe nichts mehr übrig. Und, ist der das Ziel? Ja, perfekt. Gut. Wäre ich jetzt noch von irgendwas getroffen worden, hätte ich wieder keine 100% Score. Und das wäre schlecht. Und kein Bonus. Ja, diese Folge wird keinen Bonus haben. Alles, was einen Vorteil bringt, ist schlecht. Und man kriegt gar nichts. Ist das nicht schlimm? Ich kann es einfach nur nicht fassen. Okay. Den Rahmen haben wir uns verdient. Und wir geben das Ding weiter und wow, so lange über die Zeit vergeht man. Beim nächsten Mal dann Level 3. Bis dahin.